Park Avenue, hier hat es gebrannt, das Haus ist abgebrannt, das Nachbarhaus muss gefixt werden. That's how it looks like. Überall Wasser. Löschwasser eben, ne? Da haben die Jungs jetzt die ersten Maßnahmen ergriffen, aber schauen wir uns das einfach mal an. Seht ihr das an hier? Trockenwand rausgerissen, Fußboden rausgerissen. Alles getrocknet. Der untere Teil der Trockenwand hier, der musste komplett raus. Hier ist wieder das schöne Parkett unten drunter vorgekommen. Die ganze Trockenwand, alles kniehoch, wurde hier rausgemacht. Weil nur so können sie das Ganze hier austrocknen. Und überall im Haus stehen genau die Dinger hier, also die Humidifier, Luftentfeuchter. Und alles hier rausgeschnitten. Wahnsinn. Ja, komplett. Und hier drüben da hat es gebrannt. Das ganze Haus ist hin, leer, wird jetzt ausgeräumt. Haben sie schon vernagelt. Und hier hinten unser Haus hier, jedes Fenster auch vernagelt. Die Fenster sind einfach geschmolzen oder sind geborsten, also das Glas ist geplatzt ganz einfach, das war zu heiß. Die Stromkabel sind geschmolzen, aber schauen wir es uns einfach mal an. Ne? Ach ja, und wer kennt es nicht, da hinten diese Klimaanlage. Diese Klimaanlage da hinten, das war das Werk von Klima Klaus. Also nicht die, die hat jemand anders eingebaut, aber das war das Haus, bei dem Klima Klaus eingestiegen war und die Klimaanlagen geklaut hat. Dazu gibt es eine ganze Playlist, die verlinke ich dir jetzt mal hier oben. Und das heißt hier im Haus ist jedes Fenster, was zu diesem Haus hier rüber zeigt, hin. Das heißt, jedes Fenster muss ausgetauscht werden. Die Klimaanlage da hinten, wie es ausschaut, muss auch die ausgetauscht werden. Also jedes Fenster ist hier sozusagen gebordet ab. Boah, guck mal, wie das hier mit den Stromisolierungen ausschaut, beziehungsweise die Isolierung von den Rohren, die ist hin. Das war schon ein bisschen warm hier, ne? Hier war es richtig heiß. Shit. Hier gibt es noch ein Video, kurz nach dem Brand, da steht hier der Rauch, da konnte man hier nicht runtergehen. In den Keller gehen wir mal nicht, da steht noch ein bisschen Rauch. Das heißt, die Feuerwehr, der geben wir jetzt einen Blower und die gehen mit Atemschutz darunter, stellen den Blower auf und pusten den Rauch hier raus. CO2, Level zu hoch, Wasser am Fußboden, der Fan läuft, wild. Und jetzt kann man wieder laufen. Hier im Keller stand das Wasser 5 bis 10 cm hoch. Das ist in einem Gefälle, das heißt, es ist von hinten nach vorne abschüssig. Hier, wo ich jetzt stehe, ist der tiefste Punkt von dem Keller. Da hinten war es relativ trocken, da war wenig Wasser, aber hier unten stand das ganze Wasser, hat sich vorne gesammelt. Hier kann es nicht abfließen. Stand halt so 5 bis 10 cm hoch und ja, dann haben wir uns die Treppe an dem Tag des Brandes, die Treppe runtergearbeitet, immer mit dem Gebläse so Stück für Stück, die Treppe runter, bis man dann hier auch wieder atmen konnte.
Den Rauch, den konnten wir durch dieses Fenster rausdrücken. Also das waren so Glasbausteine, so richtig dicke Glasbausteine. Hey, nicht wie meine Brille, sondern richtig dick. Das haben wir eingeschlagen und dann haben wir den Rauch quasi da durchgepustet und konnten dann im Keller hier arbeiten. Nachdem das erfolgt ist und das Wasser hier unten einfach stand, kam dann so eine Aufräumfirma, die haben hier die Pumpen laufen lassen, haben das ganze Löschwasser abgepumpt, rausgepumpt und haben dann die letzten 3-4 Tage hier unten eine ganze Kolonne von Luft entfeuchtet, also die Humidifier laufen lassen und haben den Keller getrocknet. Also die Balken hier haben sie getrocknet, das ist jetzt nach oben alles trocken und oben haben sie auf Kniehöhe alles abgeschnitten, alle Trockenwände abgeschnitten und da müssen wir dann das Ganze neu machen. Den ganzen Fußboden haben sie rausgemacht, weil das war alles einfach hin, das war nass. Wenn es nass ist, quillt es auf, Wellen, ja, schöne Sauerei, oder? Dann ist das Ganze hier unten wieder nutzbar, nicht bewohnbar, ist eh ein Keller, aber ein Schaden hat es dann hier unten nicht angerichtet. Oben, das müssen wir noch beziffern, was der Schaden ist. Von dieser ganzen Nummer, da bin ich gespannt, was die Versicherung sagt.